Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Snacks vom Blech. Wir machen nämlich heute Flammkuchen und zwar den klassischen Elsässer Flammkuchen mit Schmand und Speck. Ein Blech voll, schön in kleine Stückchen geschnitten, die perfekte Vorspeise, der perfekte Snack für zwischendurch, lauwarm oder kalt, wie auch immer. Und ich hoffe, dass das mit unserem Thermomix auch wirklich einfach funktioniert. Der Teig, da brauchen wir echt nicht viele Zutaten für. Den machen wir jetzt direkt. Alles, was wir dafür benötigen, sind 250 Gramm Mehl. Dann wiege ich direkt hier in den Kessel ab 120 Milliliter Wasser und 30 Milliliter Öl. Ein Teelöffelchen Salz kommt noch dazu. Und nun wird das Ganze eine Minute mit der Teigstufe zu Teig verarbeitet. So, unser Teig ist fertig und den wickeln wir jetzt in Frischhaltefolie ein. Den kriegt man natürlich ganz leicht raus. Ich muss das immer wieder zeigen, weil ich bin total begeistert von diesem Teigtwister. Ja, einfach ein bisschen drehen und der Teig kommt komplett geschlossen raus. Es ist unglaublich. Ja. Kleines Ding, große Wirkung. Gibt es übrigens in unserem Wunderkessel-Shop. Ja, da könnt ihr gerne mal schauen im Forum. Den wickeln wir, wie gesagt, jetzt ein hier den Teig in Frischhaltefolie und legen den für 30 Minuten zum Kühlen in den Kühlschrank. Dann melde ich mich wieder bei euch. Bis dahin, ciao. So, wir bereiten jetzt schon mal unseren Belag für den Flammkuchen vor. Den Ofen, den habe ich ebenfalls schon mal vorgeheizt auf 250 Grad. Unseren Belag machen wir wie folgt. Wir haben hier 200 Gramm Zwiebeln, die wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Wer es gerne etwas grober mag, der mischt das Ganze nur ja, etwa 3 bis 4 Sekunden. Als nächstes kommen dazu 100 Gramm Schinkenwürfel, 200 Gramm Schmand, also quasi ein ganzer Becher, plupp, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Salz, eine Prise, zwei Prisen Muskatnuss. Ich mag Muskatnuss. Und das Ganze verrühren wir jetzt 10 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 3. So, und damit ist unser Belag eigentlich soweit fertig. So sieht es dann aus und wir können jetzt das Backblech schon mal mit Backpapier auslegen. Das habe ich auch schon mal gemacht und ich glaube auch, dass es jetzt an der Zeit ist, unseren Teig auszurollen, aufs Backblech zu legen und zu bestreichen. So, wir rollen den Teig jetzt möglichst dünn auf Backblechgröße. Ja, je dünner der Teig ist, umso knuspriger ist unser Flammkuchen gleich. Und wie ich den Teig jetzt vom Silikon hier in das Backblech bekomme, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Nee, ich mache das jetzt so. Ja, passt. Jetzt drehe ich das einfach rum. Fuck. Eat this Backblech. Guck mal. Ich bin ein Könner. So. Hier kann man noch ein bisschen verteilen, ist hier gerade so an den
An den Rändern ist es noch ein bisschen dick. Voilà, wie der Franzose sagt. Jetzt verteilen wir eigentlich nur noch hier unseren Belag auf dem Flammkuchen. Klar, das hätte man echt, man hätte es ein bisschen dünner machen können. Ne? Man hätte es auch ein bisschen schöner machen können. Aber Leute, ich habe keine Zeit mehr. Ja? Es nähert sich der Abend und dann wird es dunkel und dann können wir hier nicht mehr drehen. Ja? Dann hört ihr mich nur noch. Gut, und euch wäre die optische Katastrophe dieses Flammkuchens erspart geblieben. Aber so sieht es halt aus, wenn man es nicht aus der Packung holt. Natürlich, echt und natürlich. So, das Ganze kommt jetzt etwa 25 Minuten bei 250 Grad in den vorgeheizten Backofen und ich glaube, das wird lecker. Also ab in den Backofen, wir sehen uns in 25 Minuten wieder. So, 25 Minuten sind um. Ich schau mal, was unser Flammkuchen hier gemacht hat oder was der Ofen mit unserem Flammkuchen gemacht hat. Riechen tut es wirklich fantastisch und ich finde, es sieht auch geil aus. Ja, kann man nicht anders sagen. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen mehr Flammpizza als Flammkuchen. Vielleicht hätte man den Teig doch noch ein bisschen dünner ausrollen können, aber hey, ich muss es ja essen. Ne? Ist ja mein Flammkuchen und ich bin jetzt gerade am überlegen, ich schneide mir da jetzt einfach mal so ein Stückchen hier am Blech runter und probiere das mal und den Rest, das machen wir dann mit dem Pizzarad irgendwie am besten. Oh, der Teig ist aber gut fest. Hab Angst, dass er, nee, komm, ich glaube, ich nehme das mal komplett runter und schneide das quasi hier irgendwie auf dem Brett oder so. So, ich habe mir noch ein paar Schnittlauchröllchen hier drauf gestreut, ja, auch für die Farbe, für die Optik nachher. Und jetzt bin ich gespannt, wie heiß. Wie schmeckt. Also, der Teig ist sehr knusprig. Vielleicht hätte man auch schon 2 Minuten früher rausholen können, aber muss nicht unbedingt. Ich finde es eigentlich cool so, ja, weil er wirklich sehr fest ist und ich glaube. Dass man den auch gut lauwarm servieren kann. Also mir schmeckt das wahnsinnig gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, rückwirkend betrachtet war das echt nicht viel Arbeit. Ja, das bisschen Teig machen, das ging ja relativ flott. 3 Zutaten, dann der Belag. Wie gesagt, man hätte es vielleicht noch ein bisschen flacher ausrollen können, dann hätten vielleicht sogar 20 Minuten gereicht im Backofen. Aber so finde ich das für meinen ersten Flammkuchen, den ich selber mache, finde ich richtig gut. Also muss man nicht aus der Packung kaufen. Wenn man einen Thermomix zu Hause stehen hat, probiert es gerne mal aus. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben drücken. Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Ich freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen, euch bald wiederzusehen und sage bis dahin Tschüss und guten Appetit.